Heute wollen wir nochmal über die Rheuma sprechen, an den Schrägfördertrommeln der 300-Plus-Serie, die besonders wichtig sind. An der untersten Zahnreihe sind immer zwei Rheuma montiert. Hier und gegenüber liegend ist auch immer ein Rheuma. Um den perfekt einzustellen, sollte man hingehen und die Schrägfördertrommel losschrauben. Jetzt haben wir die Trommel gelöst. Jetzt kann ich die Trommel komplett durchdrehen. Und da ist der Abstand zwischen den Rheumern und dieser Führung hier, sollte so eng wie möglich sein. Ich habe jetzt hier noch 2 mm Luft. Ich könnte den Rheumer noch ein klein wenig nach außen ziehen durch die langen Löcher, die in der Trommel sitzen. Hier kann ich den zweiten Rheumer sehen. Und das ist die einzigste Stelle in dem Vorsatz, wo ich 2 Rheumer drauf habe, weil der halt besonders wichtig ist. Den oberen Rheumer stelle ich halt nur hier hinten an dieser Führung ein, dass hier so eng wie möglich durchläuft.